In so einer Krisenzeit ist ja auch immer ein bisschen ein anderes Spirit der Kooperation da. Im Moment ist das zwischen Politik und Industrie sehr fruchtvoll und man hört sich zu und arbeitet eigentlich aufs gleiche Ziel hinaus, die Gesellschaft und das Land und auch Europa voranzubringen. Also insofern, ich bin ja Optimist von Natur aus, deswegen sage ich mal, da ist eine große Chance drin. Ich bin fest davon überzeugt, wir sehen ja viele Auswirkungen des Krieges noch gar nicht. Da kommt sehr viel auf uns zu. Ich glaube, dass es schwierige Zeiten sind für Europa, die da auf uns zukommen. Und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, die ist ja schon seit vielen Jahren rückläufig. Die hat sich auch in den letzten Jahren nochmal beschleunigt. Und wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht durch das, was auf uns zukommt, nochmal stärker ins Hintertreffen geraten. Insofern kann es dann auch nicht sein, wenn wir jetzt eine neue Herausforderung bekommen. Das sind sicherlich die Energiekosten, denn wir müssen die Abhängigkeit von russischem Gas, und das war eben die billigste Energie, die wir haben, deswegen hat sie auch so einen hohen Anteil. Wenn wir die jetzt ersetzen, dann wird es sicherlich dazu führen, dass wir eben auch strukturell langfristig höhere Energiepreise haben. Und es wird sicherlich auch an die finanzielle Kraft der Unternehmen gehen. Die werden die Margen zurückgehen, da wird das Wachstum zurückgehen. Man wird auch das eine oder andere Marktposition verlieren. Und es ist ja auf der anderen Seite genau das, was wir brauchen. Wir brauchen die finanzielle Stärke heute der Unternehmen, damit sie die Transformation schultern können. Das heißt, wir brauchen die Ertragskraft aus den Bestandsanlagen heute, um das eben hinzubekommen. Denn es ist ja jetzt eigentlich gefordert, wenn man beschleunigt und nochmal mehr Gas gibt, unter anderem in der Verbindung Klimaschutz und die Energietransformation im Sinne der Unabhängigkeit hinbekommen zu wollen. Und das ist eigentlich meine Sorge und das ist gleichzeitig auch der Appell an die Politik. Wir müssen dann auch den Mut haben zu sagen, repriorisieren. Wenn das die große Aufgabe ist, und ich bin fest davon überzeugt, sie ist es, dann müssen einige andere Dinge halt warten. Die können dann nicht gleichzeitig stattfinden. Die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren, heißt für die Chemieindustrie, ist immer ein bisschen zwiegespalten, weil man muss wissen, die Hälfte des Kohlenstoffs aus dem Gas ist für uns der Rohstoff. Das ist das Material, aus dem unsere Produkte nachher sind. Insofern geht es um die andere Hälfte, und das ist eben das, aus dem wir Energie erzeugen, im Wesentlichen Strom und Dampf. Den kann man aber auch anders erzeugen, eben zum Beispiel entweder für Strom dann direkt erneuerbaren Strom zu nehmen oder dann eben mit Wärmepumpen und Abwärme dann auch Dampf zu erzeugen, letztendlich elektrisch. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren jetzt beschleunigen. Das heißt aber eben auch noch mal mehr Investitionen. Das heißt auf der gesetzgeberischen Seite den Mut, die furchtbar komplexen Planungsprozesse jetzt auch wirklich mal zu überspringen, zu reformieren, auch vielleicht mal über andere Wege den Mut zu haben, das zu beschleunigen. Es heißt aber dann auf der anderen Seite auch, dass diese Überregulierung, die wir in Europa ja haben, die uns ja schon seit Längerem behindert, dass wir da auch noch mal klein ein bisschen innehalten. Und ein gutes Beispiel für meine Industrie, die chemische Industrie, ist das neue Chemikaliengesetz, was als Teil des Green Deals entsteht, wo die Ziele absolut in Ordnung sind, den Schutz von Natur und auch von Mensch noch mal zu verbessern, obwohl wir das höchste Niveau in Europa schon haben. Das ist richtig, aber im Moment entstehen da so viele Regulierungspakete, die auch noch nicht mal aufeinander abgestimmt sind. Und es sind gerade im aktuellen Stand, haben wir recherchiert, ungefähr 7.100 Seiten Regulierung allein für die chemische Industrie am Anfang der Wegstrecke. Da müssen wir sich dann überlegen, kann man nicht vielleicht das Tempo ein bisschen rausnehmen? Kann man das etwas entzerren auf der Zeitskala? Kann man sich über das Wie noch mal unterhalten, um die gleichen sozusagen Schutzwirkungen zu erzielen? Das ist eigentlich das, wo ich erwarte, dass alle eine Bereitschaft haben. Denn ich glaube, wir sind uns ja auch einig, wir bekommen es nur hin, wenn die Industrie, die Politik und auch die Gesellschaft ihren Teil sozusagen trägt und dann auch einen Konsens bekommt, was der Weg nach vorne ist. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Wasserstoff ist das Allheilmittel von allem und jeder redet über Wasserstoff und deswegen noch mal mehr bei Wasserstoff. Das ist sicherlich eine wichtige Zukunftstechnologie, aber mir ist eigentlich ganz wichtig, dass wir Technologie offen bleiben. Wir waren immer schlecht beraten schon in der Vergangenheit, wenn irgendjemand in der Gesellschaft und ganz besonders die Politik meint zu wissen, was sich eigentlich wo durchsetzt. Wir haben immer Überraschungen erlebt, Technologien, die sehr hoffnungsvoll waren, sind in der Endphase dann eben gescheitert aus verschiedenen Gründen und umgekehrt welche, die man gar nicht so viel zugetraut hat, haben dann das Rennen gemacht. Deswegen glaube ich, müssen wir sicherstellen, dass wir Rahmenbedingungen haben, die so attraktiv sind, dass eigentlich tolle Menschen, die tolle Ideen haben, und da gibt es Gott sei Dank immer noch genug davon, dass die auch, sagen wir mal, einen Boden finden, auf dem diese Pflänzchen dann auch wirklich wachsen können. Und das kann man ja dann verstärken. Man kann ja dann eine Mission oder Missionen machen oder, sagen wir mal, Initiativen
Da kann Wasserstoff eine sein, da können Klimatechnologien eine sein. Aber ich glaube, eine Technologie würde ich doch noch mal nennen, die natürlich auch in allen Munden ist, aber die für mich so eine Befähigungstechnologie ist, ist natürlich die Digitalisierung. Wenn man überlegt, wie viel wir da schon drüber reden und wie viele tolle Essays und Reden darüber gehalten worden ist, wenn ich mich richtig zu erinnere, die digitale Patientenakte ist vor 25 Jahren erfunden worden. Ich habe meinen Arztbrief letzte Woche auch immer noch per Post gekriegt. Und es zeigt eigentlich doch, wie weit wir da noch zurück sind. Und ich glaube, das wäre was, und Fokus und Konzentration spielt da auch eine Rolle, da mal alles draufzusetzen und sagen, da haben wir jetzt die Grundlagen von der Quantentechnologie über Datenmanagement, über die Ausbildung und diese ganzen Dinge. Ich glaube, das wäre ein Nährboden, der eigentlich allen verschiedenen Technologien dann zugrunde kommt. Und ich hoffe wirklich, dass sich keiner anmaßt, zu wissen, was das Rennen macht in der Zukunft und was nicht. Eine neue Erkenntnis haben wir auch in unserem Unternehmen und das ist sicherlich die anderen auch. Das, was in der Vergangenheit so ein bisschen die Doktrin war, wir können immer alles alleine. Keiner kann irgendwas noch alleine. Sie brauchen die Allianz und Sie brauchen die Komplementarität von Fähigkeiten. Und ich glaube, da spielt gerade das Thema Grundlagenforschung und dann sozusagen Anwendungsforschung eine große Rolle. Wir können uns nicht mehr leisten, zu sagen, wir machen jetzt 10, 15 Jahre, das mal zu verstehen. Das muss an der Hochschule irgendwo passieren. Und dann setzen wir auf den Erkenntnissen eigentlich auf. Und die gute Nachricht eigentlich bei aller Kritik, die wir in Europa haben, wir sind ja immer noch Spitze bei der Grundlagenforschung. Wenn Sie angucken, wie viel Patente und wie viel auch wissenschaftliche, eigentlich muss man nicht sagen Patente, wissenschaftliche Artikel generiert werden, dann ist es nirgendwo auf der Welt so viel wie in Europa. Das, was dann eigentlich danach kommt, ist die traurige Geschichte. Wir machen nämlich keine Produkte und keine Wertschöpfung im Sinne von der Volkswirtschaft aus dieser Erkenntnis. Viele in der Welt lesen dann eben die Grundlagenforschung aus Europa und machen daraus tolle Produkte. Und ich glaube, dieser Transmissionsriemen, aus Wissen dann auch Wert zu generieren, das ist schon immer eine Schwäche gewesen in Europa. Die ist zwar adressiert worden, an der einen oder anderen Stelle ist auch was passiert, im Sinne von Start-up-Kultur und so weiter, aber da haben wir noch viel Nachholbedarf. Und das ist, glaube ich, ein Reservoir und ein Potenzial, was Europa noch wirklich nutzen kann. Und das ist dann auch so ein gutes Beispiel, was ich auch gerade im Panel auch angedeutet habe. Wir brauchen eine neue Art von Kollaboration zwischen Gesellschaft, Politik, aber eben auch Industrie. Und da muss jeder sich ein kleines bisschen verändern.